Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und heute entführt uns Jonas in seinen Creek Valley Zoo. Dieser liegt inmitten des Creek Valley Nationalparks und wurde in den 1890er Jahren erbaut. Die Highlights sind der wunderschöne Ausblick auf den Creek Lake und auf die Berge des Creek Valley Nationalparks. Das alte Raubtierhaus mit dem nun verlassenen Jaguarkäfig und den Überresten des alten Schneeleopardenkäfigs. Die neue Jaguar- und Schneeleopardenanlage. Der neue Bereich The Jungle. Die neue Tigeranlage in The Jungle. Und Elefanten-, Zwerghippo- und Rhino-Anlagen. Dann schreibt Jonas noch, dass er den Parkplatz aus dem Workshop hat und für seine Zwecke angepasst hat, weil er einfach schlichtweg zu faul war, ihn selber zu bauen. Aber im Park selber ist alles zu 99,9% selbst gebaut. Lediglich ein Spielplatz und ein paar Infotafeln sind aus dem Workshop. Und zu guter Letzt haben wir noch die Ehre, Carlos und Dumai, die sich noch im alten Raubtierhaus befinden, in ihr neues Gehege umzusiedeln. Ich weiß nicht genau, welche Tiere die beiden sind, aber das werden wir dann gemeinsam gleich herausfinden. Ansonsten schreibt der Jonas noch, viele Grüße und ganz viel Spaß im Creek Valley Zoo. Und dann nähern wir uns schon dem Creek Valley Zoo. Der Jonas hat auch noch eine schöne Geschichte über den Zoo mitgeschickt, die habe ich gerade nicht vorgelesen. Ich blende die jetzt mal für euch ein. Falls ihr euch die durchlesen wollt, dann könnt ihr gerne das Video pausieren, weil wir werden jetzt direkt in den Zoo starten. Hier geht es nämlich schon los. Bin ich ja mal sehr gespannt, was uns da erwartet. Das sieht ja schon mal sehr cool aus. Ich mag das ja eh gerne, wenn das Ganze mit einer Straße und einem Parkplatz losgeht. Allerdings müssen wir natürlich bedenken, dass der Parkplatz aus dem Workshop kommt. Kann ich aber auch verstehen. Wenn man dann auch so ehrlich ist und das dazu schreibt, dass man zu faul war, dann ist das völlig in Ordnung. Ich habe mir ja natürlich den Zoo wieder von oben angeguckt und der Parkplatz sieht mega nice aus. Ist auch richtig cool, dass hier so eigene Autos sind. Habe ich so auch noch nie gesehen. Auch komplett aus Einzelteilen zusammengebaut. Wahrscheinlich auch aus dem Workshop oder war schon direkt beim Parkplatz vorhanden, könnte ich mir vorstellen. Finde ich aber cool, ist mal was anderes. Schade, dass es allgemein gar keine Autos gibt in dem Spiel. So, wir gehen jetzt mal hinein hier. Also man würde hier irgendwo langfahren. Ja, ich glaube, da hätte man geparkt da hinten, ne? Wollen wir es mal machen wie so ein ganz normaler Besucher. Also wir kommen hier an, fahren dann hier rein, parken meinetwegen irgendwo hier vorne. Oh, hier sind sogar... Was ist das denn? Sind das solche Elektrostationen für Elektroautos? Solche Ladestationen? Könnte sein, oder? Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Auf jeden Fall würde man dann ja irgendwo hier parken, oder? War das jetzt richtig? Ja doch, ich glaube schon. Weil da hinten führt auch noch eine Straße lang, das verstehe ich nicht so ganz. Sorry, wenn es übrigens ein bisschen laggt. Ich habe nicht die allerbesten FPS hier. Aber es geht noch. Oh, hier sind sogar Behindertenparkplätze, wie cool. Und guck mal, die haben sogar Offroad-Reifen hier. So Zacken dran. Ja, sehr schön geparkt hier. Schön gerade. Aber die Parklücke ist ja zum Glück groß genug. Ach, wie schön. Das gucken wir uns nachher nochmal von oben an. Ich finde, dann sieht man den Parkplatz auch nochmal viel, viel besser. Ich finde es aber cool, die ganze Liebe zum Detail hier. Hier sind so auch so Fahrradständer, wo ein paar Fahrräder sind. Und dann geht's schon hinein. Welcome, Zoo. Kann man sogar schon von außen das erste Gehege sehen. Schwimmt denn da Flamingos? Ich dachte gerade, das wäre ein Schwan. Sah ein bisschen so aus, weil der so hell ist. Ich habe das Pink gar nicht gesehen. Aber hier geht's hinein. Das Ganze ist auch beleuchtet. Schauen wir uns aber nachher auch natürlich noch bei Nacht an. Ah ne, erstmal kauft man hier Tickets. Okay. Also hier kauft man die Tickets bei diesem wunderschönen Haus. Sieht auch cool aus. Coole Kombination mit Backstein, Holz und Stein, so normalen. Gefällt mir. Und da geht's hinein, aber hier geht's auch noch lang. Ach, das ist Mitarbeitereingang mit Schranke und Häuschen. Cool. Wahrscheinlich auch noch aus dem Workshop.
Fire Lane. Ah, okay. Das heißt, wenn es mal brennt, kommt die Feuerwehr hierher. Hier sind auch noch Parkplätze. Okay, jetzt können wir aber hinein. Ich denke, wir haben außen alles gesehen. Jetzt wird es ja auch erst interessant, weil jetzt kommt das Selbstgebaute. Musik ist schon mal am Start, das ist gut. Dun, 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 dun. Sieht ja schon mal ganz nett aus. Gifts, also hier ist schon mal ein Souvenirladen. Und dass der Boden hier flackert, ist immer nicht ganz so schön. Da muss man halt ein bisschen einmal anheben, wieder absenken. Das kennt ihr ja schon. Ah, okay, hier sind dann die Kassen. Die Platzierung von den Geldautomaten ist nicht ganz so gut durchdacht, finde ich. Weil wenn hier Leute in der Schlange stehen, können die voll den Leuten ja, auf den PIN gucken. Also ich glaube, Geldautomaten würde ich immer in so eine separate Ecke packen. Aber ansonsten ziemlich cool. Ich hoffe, ich habe keine Mods mehr installiert. Ne, sieht gut aus. Normalerweise waren die Pandas ja Adler. Ich hoffe, ich habe das alles deinstalliert. Warte, ich hoffe, ich verlaufe mich nicht. Da ist, glaube ich, auch nichts reingeschrieben wegen Rundweg. Oha, okay. Das kann ja ein Abenteuer werden. Wir gehen erstmal zu den Lemuren und zu den Giraffen. Warte mal, ist das Englisch-Deutsch gemischt? Lemur klingt so englisch, oder? Snow Leopard, Lama. Schreibt man Lama in Englisch nicht anders? Und auch Giraffe? Giraffe? Schreibt man das so? Puh. Keine Ahnung, aber da müsst ihr mal aufpassen, ne? Denglisch mischen, immer nicht so schön. Cooles Gehege. Finde ich nicht mal störend, dass man hier hinten die Barriere sieht. Finde das auch hier vorne ziemlich cool gemacht. Das ist toll. Flamingo ist super Tier fürs erste Gehege. Oh, hier sind schon die Lemuren. Ah. Gattas und Varis in einem sehr schönen Haus. Oh, er betet hier gerade für uns. Finde ich ja so cool, ne? Dass sie sich da mal so hinsetzen, als wenn sie meditieren. Ich hoffe, ich sag beten. Meditieren meinte ich natürlich. Om. Oh, das sieht aber cool aus von innen. Mega nices Dach. Sehr schönes Haus. Auch hier ein paar Höhenunterschiede drin. Sehr abwechslungsreich, auch nicht zu vollgestellt. Das hast du schon super gestaltet. Sieht wirklich nice aus. Können die auch noch. Ah, hier können die auch noch rein in so einen Innenbereich. Können die auch noch mal klettern, sich zurückziehen vor den Blicken. Und auch schlafen. Und hier können sie sogar noch mal beobachtet werden von innen. Finde es auch cool, dass man hier so untergehen kann. Nee, da fehlen keine Säulen. Ich wollte gerade sagen, hier fehlen Säulen. Aber hier sind so. Ja, wie heißen die denn? Stahlträger. So heißen die, ne? Stahlträger. Und dadurch ist es dann doch realistisch, dass das Dach ohne Stützen hält. Nicht cool gemacht. Alles in Feinstarbeit selbst platziert. So, hier geht's über eine Brücke. Okapi, Giraffe. Okay. Gehen wir mal rüber. Bisschen nach rechts. Ah, da sind schon die Giraffen. Wie cool. Da sehen wir sie. Der Zoo ist natürlich wieder ein bisschen mehr an Realismus angelehnt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich viele von diesen Zäunen hier sehen. Von diesen, ja, wie heißen die denn? Maschendraht, Stahlzäunen. Weil die sind ja in echten Zoos auch immer sehr viel vorhanden. Macht ja auch Sinn. Aber wenn man das gut macht, finde ich das auch nicht schlecht. Finde das Gehege wieder sehr interessant. Auch, dass du hier so, ja, quasi große Blumentöpfe gemacht hast. Trotzdem wirkt das Gehege nicht so leer. Es geht eigentlich. Sieht halt irgendwie realistischer aus, wie so ein richtiger Zoo. Könnt ihr natürlich noch ein bisschen mehr voll klatschen, alles. Aber ich find's cool. Sieht nice aus. Oh, hier geht's ins Giraffenhaus. Oha. Ah, wie schön. Kann man die dann nochmal von innen sehen? Was ist denn das hier? Wieso ist denn hier nochmal so ein Zaun vor? Ach, jetzt verstehe ich. Hier ist nochmal so ein kleines Außengehege und das ist sozusagen das Tor, was man aufgeklappt hat. Ah, cool. Das Giraffenhaus sieht auch nice aus, ne? Von der Gestaltung hier.
Bis auf das Flackern hier so ein bisschen. Gleich werden wir platt gemacht hier. Oh, da oben kann man auch hin. Das sieht ja interessant aus. Hier gibt es viel zu entdecken. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Sonst wird das hier eine Stunde dauern, das Video. Ah, jetzt sind wir bei den Okapis. Auch ein Innengehege. Die sind dann direkt hier hinter. Können sogar rüber gucken zu den Giraffen. Hier an der einen Stelle, da sind sie. Oh, haben die eine lange Schlabberzunge. Na du? Süßer? Blabber mal mit deiner Zunge. War da nicht. Okay. Sieht ja auch interessant aus. Gehen wir mal weiter. Hier geht's wieder raus. Das war alles Flamingo, ne? Ich glaube schon. Ja, das sieht mir nach Flamingo aus. Apes, Wild Dogs. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du Englisch und Deutsch vermixt hast. Griffin Vultur. Was ist das denn? Griffin ist für mich so ein, ja, eher Fabelwesen, würde ich fast sagen. Ich werde mich aber zu 100% verlaufen. Also ehrlich. Das ist aber schön gestaltet, das Gehege. Mit der Bepflanzung und den Felsen. Ich finde es auch cool, dass du hier das Ganze so ein bisschen interessanter gestaltet hast. Die ganze Barriere. Hier haben wir schon das nächste Tier. Ah, Kaffern, Büffel und Zebras. Auch alles so ein bisschen abgesenkt hier. Hier vorne, das finde ich cool. Dann hat man einen sehr guten Blick auf die Tiere. Auch eine interessante Brücke hier gestaltet mit Säulen und alles. Sehr viel Liebe zum Detail. Da schläft übrigens ein Kaffernbüffel. Ich glaube, wir biegen mal kurz hier ab. Ja, wenn es nicht so einen Rundweg gibt, dann ist das immer manchmal ein bisschen verwirrend mit den Laufen. Wo geht's denn hier hin? Ah, das ist ein Mitarbeiterweg. Das ist aber auch eine coole Idee, das Ganze so abzugrenzen. Dann sieht das gleich so aus, als wenn man da nicht durch sollte. Und die Mitarbeiter laufen natürlich trotzdem da durch. Das macht ja nichts. Ah, das ist auch noch Kaffernbüffel und Zebra. Verstehe, das heißt, die können da unter die Brücke durch. Aber hat man ja auch gerade eigentlich gesehen, ne? Da schlafen sie. Gott, wo sind wir denn jetzt hier? Oh, hier ist, glaube ich, die erste Toilette, oder? Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Kann das sein, dass am Eingang keine Toilette war? Oder habe ich die übersehen? Sowas finde ich ja persönlich immer wichtig. Sieht aus wie so ein Vogelkäfig. Griffin klingt ja auch so ein bisschen nach Vogel. Griffin Vultur. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, was das übersetzt heißt. Sieht mega interessant aus. Ist das vielleicht ein Tier oder so auf Englisch? Was ist das jetzt? Das ist das Gorilla-Gehege. Sieht auch mega cool aus. Sehr nice gemacht hier mit dieser Betonwand, wo man dann runterguckt. Sieht sehr realistisch aus, also so könnte es auch in einem echten Zoo sein. Auch richtig schön gestaltet. Da hinten geht es dann in so ein Häuschen rein. Wie ein kleiner Wasserfall. Mega gut gemacht, das Gehege. Tolle Höhenunterschiede, alles was man braucht. Ich will hier nochmal eben rein, Leute. Das einmal, eigentlich einmal von innen angucken. Oh, wie krass das aussieht. Direkt Pteranodons freilassen. Voll schön gestaltet hier. Frag mich ja, warum du hier kein Tier reingemacht hast. Das soll ja wahrscheinlich ein Vogelkäfig darstellen, aber ich glaube, ich hätte hier einfach ein anderes Tier reingemacht. Weil das echt super interessant und cool aussieht. Mega nice. Ich hoffe, wir werden irgendwann auch noch ein paar mehr Vögel bekommen, außer den Flamingo und sowas. Das wäre richtig cool. Ist ein bisschen schade, dass wir so wenig haben an Flug- und Wassertieren. So, hier geht's zu den Äffchen ins Affenhaus.
Nehmen wir Bonobos. Sieht auch sehr schön aus. Gut, der Berg im Hintergrund ist noch nicht ganz perfekt gestaltet. Aber wahrscheinlich hast du auch aus FPS-Gründen das Ganze irgendwann sein gelassen. Kann ich auch verstehen. Der Zoo ist auch wieder so riesig. Ich weiß gar nicht, wo ich alles hingucken soll. Echt schön gemacht hier. Alles super gestaltet. Hier ist sogar nochmal so ein Innengehege, wo man gucken kann. Ah, hier ist nochmal so ein kleiner Infobereich mit Bildschirm. Einem riesigen Bildschirm. Das ist so ein kleines Kino hier. Oh, wie süß. Die spielen da gerade. Holt er sich da jetzt was raus? Ach, voll niedlich. Hier kann man auch nochmal reingucken, wo sie schlafen, die Bonobos. Wieder echt ein interessantes Gebäude. Die Liebe zum Detail hier drin steckt, mit diesen ganzen Pfeilern und dann Glas und... Wo geht's denn jetzt hin? Ich würde fast sagen, wir gehen mal hier vorne hin. Ich habe mich irgendwie auch schon verlaufen, muss ich fast sagen. Gefühlt ja. Jetzt sind wir aber, glaube ich, hier bei den Giraffen, ne? Ja, genau. Jetzt sind wir nämlich hier oben. Hier unten sind wir vorhin lang gelaufen. Und da haben wir auch dieses wunderschöne Gebäude, wo wir uns gerade drin befinden, gesehen. Mich mega interessant. Also die Gebäude, die du gebaut hast, sehen super cool aus. Da steckt auch viel Arbeit drin. Aber hier hat man nochmal eine wunderschöne Sicht auf das Gehege. Und man kann sogar rüber gucken noch auf die anderen Tiere, oder? Mit etwas Glück? Ja, doch. Hier kann man sogar dann noch... Oh, das sind Wild Dogs. Oh, das ist ein neues Gehege. Ich dachte gerade irgendwie, das wären die Okapis. Ah, hier ist noch ein Gehege. Verstehe. Auch wieder sehr cool gemacht hier mit der Barriere. Okay, hier stehen auch die Fütterungszeiten. Ach, was ist das denn? Das ist so eine Seilwinde, mit der man da rüber kann? Sieht aber gefährlich aus. Ich glaube, wenn man sich hier festhält, dann würde man sich hier voll stoßen, oder? Oder wird da Futter rangehangen oder sowas? Hm. Sieht echt cool aus. Aber ich frage mich, wie das Ganze funktioniert. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Das sieht eher so aus, als wenn hier Futter reingefahren wird, ne? Auch wieder kleines, interessantes Gehege. Ich glaube, so doll verlaufen habe ich mich gar nicht. Geht, glaube ich, noch. Das hatten wir gesehen. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay, das ist gut. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder zurück. Frage ist, wollen wir das? Nee, ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder auf dieser Seite hier weiter. Hier vorne waren wir gerade bei den Affen. Da haben wir auch schon von außen geguckt. Und sonst verlaufe ich mich hier nachher noch mehr. Hier kann man komplett außen rumlaufen, wie cool. Kann man da wirklich gut gucken. Hier weiter geht's. Hier ist nochmal so ein kleiner Laden. Wo geht's hier hin? Ah, okay, jetzt sind wir auf dieser Seite. Hier sind wieder Toiletten versteckt. Sehr gut gemacht. Hier wären wir vorhin rausgekommen, wären wir diesen Giraffenaussichtspunkt weitergelaufen. So, wo geht's denn hier hin? Wo sind wir denn hier? Oh, das sind Nilwarane, ne? Ja. Auch ein kleines, süßes Gehege. Wieder ein schönes Gebäude. Also du hast echt tolle Gebäude gebaut, das muss man einfach sagen. Sieht immer super spannend aus vom Dach her. Da hast du sehr viel Mühe dir gegeben. Auf dieser Seite haben wir auch noch Tiere. Leguan. Hier haben wir auch nochmal Puffottern. Was haben wir hier? Oh, keine Ahnung. Irgendeine andere Schlange. Könnte alles sein. Oh, was ist das? Ist das eine Braunschlange oder so? Das kann ich gerade nicht einschätzen, welche Schlange das ist. Schauen wir doch mal eben nach.
Texas Club. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Wo ist denn die Rassel? Ach, da ist die Rassel. Da. Habe ich gar nicht erkannt. Okay, das war die Texas Klapperschlange natürlich. Jetzt geht's zum Königreich der Löwen. Da bin ich ja mal gespannt, was uns da erwartet. Wir müssten ja eigentlich auch noch zu The Jungle irgendwann kommen, ne? Und dem verlassenen Anlagen und sowas. Also ich glaube, es gibt hier richtig viel zu entdecken. Toller Eingangsbereich hier. Schönes Schild. Boah, es gibt mega viel zu sehen. Der Zoo ist, glaube ich, echt riesig. Also so ein Rundgang wäre nicht schlecht gewesen, muss ich sagen. Ich habe echt Angst, hier was zu übersehen. Auch wieder sehr interessant. Ich glaube, die können da unterschlafen unter dem Wasserfall. Wieder sehr cool gemacht hier mit den Beobachtungspunkten der Besucher. Schön mit dem Wasser abgegrenzt. Das sieht super interessant aus. Oh. Bin hier gleich aufgefressen. Mal sehen, ob die hier schlafen können. Ja, wir können da leider nicht ganz rauflaufen. Ich glaube, Schlafplatz ist hier nicht, aber die können unter dem Wasserfall durchlaufen. Schlafplatz ist hier. Okay, cool. Wieder zurück. Toiletten. Ah, okay, das war einfach so ein extra Bereich für die Löwen. Finde ich aber cool. Auch alles hier schön mit Barrieren abgezäunt. Hier ist dann wieder ein interessantes Gebäude. Jetzt geht's zum Elefant, zum Nashorn und zum Hippo. Ich bin mal gespannt. Das ist wieder ein interessantes Gebäude. Oh, das sieht ja auch cool aus hier. Felsen sehen nice aus. Indischer Elefant haben wir hier. Das Gehege auch sehr gut abgegrenzt mit so einem Graben. Da können die nicht durch, die Elefanten. Oh. Immer so ein schöner Aussichtspunkt. Das finde ich cool, dass man hier durch solche Fenster durchguckt. Mal was ganz anderes. Hier kann man sich echt gut inspirieren in einem Zoo. Sehr schön gemacht. So, drehen wir uns um. Und hier sind direkt die Nashörner. Okay. Hier ist du sogar mit so einem Elektrozaun hier abgegrenzt. Wo sind denn die? Verstecken sich wahrscheinlich gerade drin. Darf man denn hier reingehen? Ich glaube schon. Ja, hier darf man reingehen. Hier sind dann auch die Panzernashörner. Auch richtig cool gestaltet. Mit Bambus, mit so ein paar Ruinen. Das hier vorne sieht auch cool aus. Schön, dass du hier die ganzen Felsfarben und so gemischt hast miteinander. Oh, hier ist Underwater Viewing. Die Zwerghippos. Das ist ja cool. So ein kleines Planschbecken nochmal indoor. Und schläft hier direkt bei der Heizung oder Klimaanlage. Dann schauen wir uns hier mal das von außen alles an. Oh Gott, wieder so viele Schilder. Okay, das Wegenetz ist echt ein bisschen verwirrend. Aber ich glaube, so doll habe ich mich noch nicht verlaufen. Also es geht noch. Ich glaube, wir machen das hier gerade ganz gut. Oh, was ist das denn hier? Das sieht ja auch interessant aus. Sieht mir fast so aus, als wenn man sich hier hinsetzen kann. Aber ich glaube, zu Nilpferden reingehen ist nicht so die beste Idee. Aber wieder sehr schön gestaltet. Ist echt ein großer Zoo. Ich glaube, du hättest sogar noch mehr ausgeschmückt. Aber die FPS haben dir wahrscheinlich so ein bisschen einen Streich oder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das wollte ich sagen. Aber sehr cool. Also hier sind echt coole Ideen bei. Ich finde das auch cool, dass du immer so die Bäume in so, ja, in Anführungszeichen Blumentöpfen geplatziert hast. Hat irgendwie was. Habe ich so auch vorher noch nie gesehen. Ja, das waren hier die Elefanten. Das sieht auch so nice aus. Auch wenn das Gehege relativ leer ist, ich finde einfach die Idee richtig cool. Man hätte noch überlegen können, ob hier Wasser reinkommt, aber ich glaube, in echten Zoos
Es ist auch oftmals so, dass da kein Wasser drin ist. Deswegen hast du das wahrscheinlich auch so gehandhabt. Ich finde es immer optisch ein bisschen schöner, wenn da Wasser drin ist. Deswegen hätte ich es persönlich gemacht, aber kann man nicht bemängeln. Hier auf der die Toilette, schön hinten, wo es niemanden stört. Kann man hier hinein? Nee, okay, das ist nur für Mitarbeiter, so wie es aussieht. Ah, hier geht's hinein. Hier kann man dann nochmal perfekt die Elefanten beim Schlafen beobachten. Auch von der Höhe sehr gut gemacht. Also es ist wirklich so, dass man sich so fühlt, als wenn man direkt neben denen steht, weil man halt so ein bisschen niedriger steht und dadurch die auf Augenhöhe halt schlafen. Oh, voll süß. Das ist echt toll. Oh, wie er uns anguckt. Ich finde es auch super, dass du hier wieder so einen Abstand eingebaut hast, weil die haben ja auch eine gewisse Reichweite mit ihrem Rüssel. Oh, und hier ist auch wieder ein kleines Planschbecken. Ich frage mich, ob die hier wirklich reingehen und das benutzen. Aber eine coole Idee. Wieder super interessant, die Decke, ne? Also das mit den Säulen und Decken und so finde ich immer so schön hier. Ganz toll. So, hier ist wieder Mitarbeiterwege. Dann geht's hier weiter. Dann haben wir diese Ecke, glaube ich, soweit auch abgegrast. Ich glaube, dann können wir da hinten weiter. Okay, bevor wir jetzt da hinten hingehen, ich habe hier noch was übersehen, denn man kann hier noch unten drunter gehen. Schaut mal hier, hier ist nämlich auch noch ein Gang. Und hier kommt man dann nämlich zu dieser ja, Tribüne, das ist gar nicht im Gehege. Hier kann man sich dann doch hinsetzen und dann die Hippos unter Wasser beobachten, wenn sie hier planschen. Leider ist gerade keins da, aber das sieht sehr cool aus. Finde ich cool, dass man hier nochmal so einen kleinen Ruhebereich hat, wo man sich hinsetzen kann, dann den Hippos beim Planschen zu sehen kann. Sehr schön. Und hier geht es dann weiter, da wo ich eigentlich hin wollte. Jaguar und Lama. Also das klingt jetzt nach The Jungle. Nach der neuen Area. Voll schön. Auch richtig cool, wie du das hier gestaltet hast mit den Blumen und so. Ist aber kein Gehege hier. Nee, das ist kein Gehege. Oh, hier sind schon die Lamas. Da schwimmen sie alle, schaut mal. Die machen gerade richtig Badetrip. Oh, wie süß. Die Lamas. Ja, teilweise sieht sie noch so ein bisschen kahl aus. Muss ich sagen, aber ansonsten geht's. Bitte nicht spucken. Lamas sind auch so tolle Tiere, ne? Mega cool. Wie süß sie da laufen. Wurde schon mal jemand von euch angespuckt von einem Lama? Zum Glück nicht. Und jetzt gehen wir mal zu den Schildkröten. Ich habe keine Ahnung, wo die waren. Oder habe ich die gesehen? Nee, habe ich nicht. Hier sind sie nämlich. Ah, wie schön. Auch sehr cool gemacht. Hier hinten so ein kleines Indoor-Gehege. Man kann perfekt rüber gucken. Hier kann man sogar noch hineingehen. Oh, und dann kann man die nochmal beim Schlafen sehen. Sehr nice. Hier sind wir wieder bei den Lemuren. Ah, jetzt sind wir hier in der... Jetzt verstehe ich. Okay, hier hatten wir vorhin geguckt von innen drinnen und hatten gesagt, hier kann man auch noch reingucken. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Können mal durch die Scheiben schauen. Okay, dann war es gut, dass ich da lang gegangen bin. Das heißt, hier ist der Ein- und Ausgang, ne? Ja, hier geht's zurück. Goodbye. Da wollen wir noch nicht hin. Oh, was? Warte mal. Das ist auch cool gemacht. Hier kann man nochmal so ein bisschen durch die Scheiben gucken. Sehr schön. So, jetzt geht's aber weiter hier Richtung Lamas. Ich hoffe, ihr kommt noch einigermaßen hinterher. Oh, das sieht auch cool aus. Mit den Bambus hier. Coole Idee. Oh, das ist ein begehbares Gehege sogar. Gott, wo sind wir denn hier? Jaguar. Das Jaguar-Gehege ist auch ein Indoor-Gehege. Mit so Kabeln oder so einem Netz oder Seilen rüber gespannt. Hm, interessant. Wir gehen mal eben erstmal in das Lama-Gehege hinein. Einmal durch. Aber so spannend ist das aber nicht hier. Ah, hier geht es auch nochmal in so kleine Kammern. Okay. Kann man da nochmal nah ran, sich anspucken lassen und wieder gehen. Ne, das ist einfach nur hier so ein Rundgang.
Können wir auch jetzt nochmal hier einmal hineinschauen. Weiß, ich laufe hier gerade wie ein verwirrtes Huhn durch die Gegend. Aber ich versuche, so wenig wie möglich zu übersehen. So, gehen wir mal hinein in dieses richtig coole Gebäude. Oder geht's gar nicht tief hinein? Oh mein Gott, das ist nice. Das hat richtig Atmosphäre. Hier vielleicht noch so ein paar Atmosphären-Sounds aus dem Dschungel. Und dann wäre das Ganze perfekt. Finde ich mega nice. Das mit den Seilen hat richtig was da oben. Wow. Also bis jetzt mein Highlight, muss ich sagen. Das ist richtig krass. Oh, ich bin gerade geflasht. Das ist Hammer. Wie schön. Sogar hier sind sogar noch die Wände und so durchgezogen mit diesen Steinen. Oh, ganz toll. Richtig cool gestaltet. Hier geht es dann noch nach oben. Wow. Also das ist auf jeden Fall mein Highlight bis jetzt. Definitiv. Richtig coole Idee für ein Gehege. Steckt aber natürlich auch viel Arbeit drin, ne? Schauen wir uns nachher noch von oben mal an. Da bin ich sehr gespannt. Oh, ist noch ein schöner Spielplatz. Das ist wahrscheinlich der aus dem Workshop, ne? Spielplätze habe ich schon so viele gesehen in Planet Zoo. Das scheint den Leuten sehr wichtig zu sein, weil es so oft verwendet wird. Ich finde das besonders cool, dass das so realistisch abgestützt ist. Ich feiere das Gebäude. Da geht's in the Jungle. Da wollen wir noch nicht rein. Ich will erstmal noch die andere Seite checken. Was hat der Dandy wieder hier übersehen? Ach, da geht's auch in the Jungle. Okay, das heißt, wir haben alles richtig gemacht. Das ist nur Landschaftsgestaltung. Dann gehen wir mal hinein. Tiger-Tempel, Kapuzineräffchen und Tapir. The Jungle. Tiger-Haus sehe ich schon. Tiger-Tempel. Oh, auch cool. Mega schön gestaltet. Hier ist auch Underwater Viewing. Auch super schön und interessant hier gestaltet alles. Die Tiger. Wahrscheinlich drin, ne? Auch wieder ein kleines Planschbecken. Also den Tieren geht es hier wirklich gut. Hier können die auch nochmal schlafen. Hier geht's ins Tigerhaus. Sieht auch jedes Gebäude anders aus. Also da warst du echt kreativ. Nur keine Ahnung, wo die Tiger sich gerade aufhalten. Ach, das fehlen Mitarbeiter. Auch sehr gut versteckt. Did you know? Tiger sind gefährlich. Das ist hier die Info von Dandy. Oh. Hier nochmal ein schönes Fenster mit einem schönen Seeblick. Das war ja auch ein Highlight, ne? Der Creek Valley See oder so. Das ist gar nicht genau. Hat es ja in die E-Mail geschrieben. Da hinten sieht man dann auch den Berg. Richtig schön gemacht, dass du auch noch die Landschaft so gestaltet hast. Oh, hier kann man das auch nochmal alles sehen. Oh, ist das schön. Das ist wirklich toll. Wunderschöne Landschaft. Da würde ich gerne Urlaub machen. Und hier kann man nochmal runtergucken. Die nicht vorhandenen Tiger. Aber das wunderschöne Gehege. Wait a minute, ich weiß, warum die Tiger nicht da sind, Leute. Wir sollten doch irgendwas umsiedeln. Wisst ihr noch? Ah, vom alten Jungle-Bereich. Vielleicht hätten wir erstmal in den alten gemusst, bevor wir in den neuen gehen. Macht wahrscheinlich Sinn, ne? Werden wir gleich noch tun. Oh, das sind die Kapuzineräffchen. Auch super schön gemacht. Mit dem Wasser hier. Oh, wie schön. Oh Gott, ist das nice. Auch wieder hier die verschiedenen Felsen mit verschiedenen Farben. Eine wunderschöne Affeninsel. Hier können die dann rüberklettern. Oh, wie toll. So viele Wege. Ich weiß gar nicht, wohin. Ah, hier geht's in den Tiger-Tempel. Ah, okay.
Genau, hier kann man dann nochmal von unten gucken. Schön auf die Tiger, die wir gleich noch umsiedeln werden. Oh, richtig cool. Das Einzige, was mir hier fehlt, ist ein bisschen Musik und diese Sounds. Wobei die Tiere auch schon Sounds machen. Hier ist das Underwater Viewing. Wir gehen aber mal auf dieser Seite weiter. Hier vorne sind die Tapire. Oh, wie schön. Die kann man hier sich auch nochmal angucken. Da steht er gerade. Perfekt. Auch tolle Tiere. Kleines süßes Gehege. Wasserfall, ein kleiner Fluss. Schön gestaltet. Sehr cool gemacht hier mit den Steinchen. Habe ich auch alles einzeln platziert. Aber wir gehen jetzt erstmal hier in das Kapuzineräffchenhaus, was diese tolle Insel hatte. Auch mega interessant. Ich finde das cool, dass du das immer aus so verschiedenen Ebenen hier gemacht hast. Voll die coole Idee. Habe ich so auch noch nie gesehen. Und auch tolle Klettermöglichkeiten hier wieder. Oh, ganz toll. Ja, bevor wir jetzt hier rausgehen, müssen wir noch in dieses Haus hier rein. Aber das heißt müssen. Gehen wir natürlich gerne noch in das Haus hier. Oh, nochmal ein schönes Restaurant. Und hier kann man sich dann hinsetzen. Ach, wie schön. Nochmal die Aussicht genießen. Auf das Tigergehege. Auf das Tapirgehege. Dann kann man sogar die Äffchen sehen. Mit etwas Glück, da klettern sie gerade. Also sehr gut platziert hier. Sehr durchdacht. Man kann wirklich den gesamten Dschungelbereich hier sehen und überblicken. Hier geht es dann auch nochmal rum. Ah, hier ist auch noch Tapirgehege. Oh, das geht noch weiter. Das ist gar nicht so klein. Oh, hier um die Ecke geht das auch noch. Das habe ich gar nicht gesehen. Cool. Hier ist der Wasserfall. Und hier können die dann nochmal schlafen, die Tapire. Ich glaube, jetzt haben wir aber alles gesehen hier. Dadurch, dass wir keinen Rundweg haben, haben wir leider so ein bisschen hin und her gelaufen. Aber das macht ja nichts. Okay, auf der Tafel steht einfach nur, dass die ein neues Zuhause bekommen, die Kätzchen hier, die hier gelagert wurden. Nämlich in the Jungle, wo wir gerade waren. Und genau das müssen wir wahrscheinlich jetzt tun. Das hier ist nämlich das alte Katzenhaus. Hier sind schon die Tiger, die warten schon darauf, rübergebracht zu werden in ihr neues Paradies. Ja, das neue ist definitiv viel schöner. Wobei hässlich finde ich das auch nicht. Ist auch gar nicht so klein. Guck mal, die können hier sogar rüber. Oh, krass. Und das ist irgendwie nice. Also klein finde ich es jetzt nicht. Es geht noch. Aber trotzdem ist das Neuere natürlich viel schöner. So, das ist der erste Tiger, genau, Dumai, den wir umsiedeln sollen. Das heißt, den machen wir gleich. Dumai kann sich nochmal eben hier austoben. Machen wir gleich, wenn wir an der Ansicht von oben sind. Und das wahrscheinlich andere Kätzchen. Genau, Carlos und Dumai, die beiden sollten wir umsiedeln. Kommen gleich in ihr neues Gehege. Trotzdem echt schön gestaltet hier. Bengal Tiger. Ach, Jaguar. Sind schon umgezogen. Okay, da waren wir ja gerade schon in diesem ganz tollen Gehege. Aber trotzdem, das alte finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Ist natürlich ein bisschen kleiner, ne? Und nicht so schön natürlich gestaltet, wenn man sich das neue Jaguar-Gehege anguckt. Finde ich aber eine coole Idee, dass du stehen lassen hast, die alten Sachen. Da halt auch so ein bisschen Geschichte hinter. 1950 wurde das Ganze gebaut. Okay, krass. Hier kann man die dann auch nochmal von innen sehen. Genau wie hier. Kann man sogar wieder runtergehen, dass das Ganze fast auf Kopfhöhe ist. Sogar schon fast ein bisschen zu niedrig. Gerade für Kinder. Aber die können ja hier oben stehen bleiben und gucken. Kinder haben ja noch gute Augen. Dann kann man hier wenigstens weit schauen. So, okay, dann haben wir das auch hinter uns. Und es gibt aber noch die Schneeleoparden, die vermisse ich noch. Wir gucken mal jetzt nochmal auf dieser Seite, ob hier irgendwas ist. Hier waren nämlich auch so Zäune. Ist hier ein Gehege? Das ist auch irgendein ehemaliges Gehege, ne? Sind schon so Gitter abgerissen und so. Ja, hier war auch mal irgendwas anderes. Vielleicht die Tapire oder so. Wurde ja wahrscheinlich alles umgesiedelt, wer weiß. Pangolin, Sea Eagle, Egyptian Vulture. Ich weiß halt gar nicht, was das für Tiere sind.
Chinesisches Schuppentierchen. Oh. Sehr klein und fein, das Gehege. Egyptian Vultur. Schreibt es gerne rein, was es ist. Könnte schon wieder ein Vogelkäfig sein. Ohne einen vorhandenen Vogel, leider. Seeigel. Ja, das ist ein Adler. Also, ich glaube, das sind hier Vogelkäfige. Coole Idee. Schade, dass es keine Vögel gibt. Sieht aber nice aus. Toll gestaltet. Vielleicht mit der Mod hättest du hier sogar einen Adler reinmachen können. Gab es da nicht den Weißkopfseeadler oder so? Meine schon, ne? Mit dieser einen Mod, die ich euch schon mal vorgestellt hatte. Der bewegt sich dann zwar leider nicht, aber man kann ihn immerhin platzieren. Hätte ja perfekt hier hingepasst. So gut, dass wir hier nochmal hingegangen sind. Sonst hätten wir das verpasst. Vermisst ihr noch die Schneeleoparden? Schneeleopard links. Wait a minute. Hier, ne? Ah, okay. Jetzt checke ich das. Boah, wartet mal, Leute. Ich glaube, hier können die durchlaufen. Das ist so ein Tunnel, wo die durchgehen können, oder? Das ist ja krass. Das würde ich gerne mal in Aktion sehen. Die haben ja auf jeden Fall auch wieder so ein cooles Indoor-Gehege mit gespannten Seilen. Was ich mega feier. Okay, hier gibt es Infotafeln. Aber die können hier tatsächlich raus. Und einmal durch diesen Tunnel laufen. Würde mal interessieren, ob die das wirklich machen. Vielleicht kriegen wir es ja gleich noch zu Gesicht. Das wäre toll. Erstmal müssen wir irgendwie hier reinkommen. Warte mal. Ach, hier ist auch noch ein zweites Haus. Okay. Das heißt, hier können die sogar noch rüber. Kommt man denn da rein in das Haus? Oder nur von außen gucken? Ich glaube, nur von außen gucken, oder? Ja, nur von außen. Aber wir kommen natürlich rein. Da sind nämlich die Schneeleoparden. Ach, wie süß. Feier ich aber auch. Sieht echt schön hier aus. Oh Gott, was macht er denn? Er ist gerade erstmal über Kopf geklettert. Auf den Baum. Ja, was macht der Leopard? Meint ihr, wir passen hier durch? Okay, das ist ja suboptimal, aber wir gehen mal rüber ins andere Gebäude. Haben wir einfach mal einen auf Schneeleopard gemacht. Coole Idee. Es wird schon funktionieren, dass die darüber gehen. Die Wege hier sind wieder ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Das geht hier so kreuz und quer. Aber ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig gemacht. Dass wir alles gesehen haben. Oh, hier gibt es aber auch viele Tiere, ne? Was sind wir denn jetzt? Ah, jetzt sind wir wieder bei den... Ah, okay. Ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht gelaufen. Wir hatten nämlich jetzt voll den Rundgang. Schaut mal. Jetzt sind wir nämlich hier wieder beim Gift-Shop. Können wir hier Gift kaufen in grünen Flaschen. Und dann können wir schon gehen. Goodbye. Okay. Also hättest du das ausgeschildert, hätte das, glaube ich, einen richtig guten Rundgang ergeben. Mega cool. Wir schauen jetzt natürlich nochmal von oben. Tschüss. So, Leute. Wir fangen beim Parkplatz an. Schaut euch den an. Der kommt zwar aus dem Workshop, aber mega, ne? Die Straßenform. Das sieht alles wunderschön aus. Wirklich. Richtig cool gemacht. Hier ging es dann hinein. In den Zoo. Hier zieht sich auch ein riesiger Fluss durch. Von hier bis hier vorne zu dem See. Ah, man hat hier so viel gesehen. Ich werde wahrscheinlich auch viel übersehen. Ich weiß gar nicht, ob ich den hochladen darf oder ob der im Workshop ist. Habe ich gerade vergessen, beziehungsweise gar nicht gelesen. Werdet ihr dann einfach abchecken können in der Videobeschreibung. Vielleicht findet ihr den da, vielleicht nicht. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Nee, ist das Giraffenhaus. Haben wir das hier gesehen? Ah doch, das waren die Zebras und Kaffernbüffel. Hier war ein Vogelkäfig, ein riesiger, für den Griffin oder sowas. Hier war das Affenhaus. Hier war, glaube ich, das Nilwaran-Haus. Und das die Löwen? Das waren die Löwen, okay. Hier waren diese coolen Felsen. Sieht man hier auch nochmal ganz gut. Hier war das Elefantengehege. Die Gehege sehen einfach so realistisch aus. Ich finde es auch cool, dass du alles so abgerundet hast und so. Das ist echt viel Arbeit.
Hast du aber super umgesetzt. Eckig zu bauen ist natürlich viel, viel leichter in Planet Zoo. Als abgerundet. Hast du aber echt schön gemacht. Hippos, Nashörner. Und hier ging es dann in the Jungle. Lamas. Hier war das Jaguar-Gehege. Das war mein Highlight. Also heftiges Gehege. Richtig krass. Hier ging es dann ins Tigergehege noch. Und da haben wir natürlich jetzt eine Aufgabe. Wartet mal. Hier waren nämlich die alten Katzengehege. Und hier haben wir natürlich noch zwei Tierchen drin. Kriegen wir die jetzt so angeklickt? Ah, kriegen wir schon hin. So. Verlegen, Nummer 1. Du kommst jetzt in das neue Gehege. Hier ist die Tür und da kommen sie. Herzlich willkommen zu Hause. Im neuen, besseren Gehege. Ich hoffe, es wird euch gefallen, meine lieben Tiger. Er hat erstmal gar keine Lust, erstmal gegen die Wand starren. Okay, erstmal kratzen. Ja, ich will die beiden jetzt auch gar nicht stören. Ich hoffe, die fühlen sich wohl. Die hoppeln auf jeden Fall schon mal nach draußen. Das ist ja ein gutes Zeichen. Ist ja natürlich viel, viel schöner, ne? Durch das Mann, das Gehege ist viel größer, viel mehr Natur. Ich glaube, da werden sie sich sehr wohl fühlen. Oh, hier oben sind ja sogar Pflanzen auf dem Dach. Oh, krass. Auch eine coole Idee. Also hier gibt es sicherlich sehr viel noch zu entdecken, was ich übersehen habe. Was ihr dann hoffentlich selber rausfinden könnt, wenn ich den hochladen darf. Ich denke aber mal. Der ist bestimmt sogar im Workshop der Zoo oder so. Könnte ich mir vorstellen. Echt ein nicer Zoo. Hier waren die Vogelkäfige. Haben wir hier das gesehen? Was ist das? Ach nee, das ist ein Mitarbeitergebäude wahrscheinlich. Ich würde sagen, wir schauen noch mal ganz kurz bei Nacht drüber. Wenn wir irgendwelche Highlights sehen. Irgendwas, was mega besonders angestrahlt ist. Also sehr solide auf jeden Fall ausgeleuchtet. Man sieht überall Lampen. Aber ich sehe jetzt nichts, was mega krass angestrahlt ist. Ja, manchen Zoos auch ein echtes Highlight, die Lichtspiele. Ja, sehr schön gemacht. Hier im Dschungel sind auch überall diese Fackeln. Okay, ich glaube, wir haben soweit alles gesehen. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel übersehen. So einige Dinge mit Sicherheit. Aber das hat richtig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Jonas NK, fürs Einsenden von dem Creek Valley Zoo. Mir hat da richtig viel Freude und Spaß gemacht. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, wie ihr den Zoo fandet. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.